Es ist ja zum Teil höchst beeindruckend, wie realistisch und grafisch ansprechend Computersoftware für den alltäglichen Gebrauch ist. Vor allem im Unterhaltungssektor und der Spieleentwicklung. Hochkomplexe Vorgänge, Programmierungen und wohl vor allem auch Kreativität sind nötig, um ein Computerspiel der heutigen Zeit zu produzieren. Und irgendwo muss man das ja lernen. Und natürlich kann man das in der schönsten Stadt der Welt. In einem Masterstudiengang von 3 Semestern kann man an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Spieleentwickler ausgebildet werden. Wie das dort aussieht, wie wichtig Teamwork für die Produktion eines solchen Spiels ist und auf welche Weise die Branche den Nachwuchs fördert, das bekommt ihr jetzt zu sehen. Viel Spaß! Abenteuer bestehen, Rätsel lösen, Sport treiben. Computerspiele sind vielfältiger, als die ewige Ballerspieldebatte vermuten lässt. Hamburg ist einer der größten Standorte der Games-Industrie in Deutschland. Hier sitzen die kreativen Profis und die, die es einmal werden möchten. Ob skurrile Traumlandschaften oder wundersame Fabelwesen. Jakob Krüger liebt es, nicht nur Welten in Computerspielen zu erkunden, er will sie erschaffen. Was mich am Zeichnen fasziniert, ist das Kreieren von Dingen, die es nicht gibt. Vor allem. Also was mir gefällt, sind so Science-Fiction-Fantasy-Sachen, Dinge, die man vielleicht einige Leute im Kopf haben, aber die können es dann nicht umsetzen, weil sie, wie können es denn davon erzählen, was sie für eine Idee haben. Aber beim Zeichnen und Malen, da kann man halt direkt Sachen schaffen, zumindest visuell, die es nicht gibt. Und das ist halt eine schöne Möglichkeit, sich auszuleben. Jakob will seine Passion für das Zeichnen und das Computerspielen verbinden und zum Beruf machen. Nach dem Bachelor in Illustration studiert er den Master Zeitabhängige Medien Sound Vision Games an der HAW. In 3 Semestern wird er zum Game Designer ausgebildet. In Vertiefungsseminaren zu Themen wie Unternehmertum und International Law erlernen die Studierenden den theoretischen Hintergrund für ihren späteren Beruf. In gemischten Teams aus Grafikern und Programmierern entwickeln sie in dieser Zeit einen Spieleprototypen. Bei der praktischen Umsetzung ihrer Ideen hilft ihnen Professor Gunter Rehfeld. Im Game City Lab haben sie alle technischen Möglichkeiten, um ihre Fantasiewelten zum Leben zu erwecken. Der Weg von der Idee bis zum fertigen Prototypen ist lang. Damit die Umsetzung gelingt, ist eine gute Zusammenarbeit notwendig. Es ist ja nicht mehr so, dass ein Entwickler heute allein im Keller sitzt und irgendwas zusammenfrickelt, sondern wir in hocharbeitsteiligen Arbeitsfeldern zusammenarbeiten und teilweise im 7-stelligen Bereich angesiedelte Projekte über längere Zeiträume zusammen entwickelt werden. In Hamburg arbeiten Industrie und Hochschule eng zusammen. Viele Dozenten kommen direkt aus der Praxis, beispielsweise aus Entwicklungsfirmen wie Daedalic Entertainment. Unser Creative Director Jan Müller-Michaelis und unser Geschäftsführer Carsten Fichtelmann unterrichten an der HAW im Games Master Studiengang. Eine zweite Form der Kooperation ist, dass wir Studenten und ehemalige Studenten von der HAW aus dem Games Master Studiengang zu uns bekommen und die dann hier bei uns arbeiten, bei Daedalic Entertainment. Hier werden On- und Offline-Games entwickelt. Die Gründer sind Absolventen der HAW. Die Verbindung zur Ausbildungsstätte blieb bestehen. Wir haben natürlich auch das Feedback mit den Professoren und können ihnen Feedback geben, in welche Richtung sich die Gaming-Branche entwickelt und in welche Richtung sich die Bedürfnisse eines Unternehmens wie zum Beispiel von Daedalic Entertainment entwickeln. Und so stehen die Chancen gut für die Studierenden, nach dem Studium einen Arbeitsplatz zu bekommen. Regelmäßig stellen die Teams den Fortschritt ihrer Projekte vor. Zur Abschlusspräsentation am Ende des Studiums werden neben den Kommilitonen auch Vertreter der Industrie anwesend sein. Die Vernetzung funktioniert dank der Initiative Game City Hamburg, die alle Partner verbindet und den Austausch fördert. Hamburg ist einfach ein gutes Games-Umfeld, einfach dadurch, dass hier super viele Firmen sind und eben diese Initiative das auch unterstützt und die alle zusammenarbeiten. Es ist so ein großes familiäres Gefühl auch, bei dem auch die Studenten eingebunden werden. Das ist echt schön. Da lernt man noch viel. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Längst werden neue Zielgruppen erschlossen. Es entstehen ganz neue Fantasiewelten, in die die Spielenden aktiv hineingezogen werden sollen. Eine Herausforderung für den Spieleentwickler, die aber viel künstlerische Freiheit gewährt. Ja, was mir an Spielen gefällt, ist, dass sie interaktiv sind im Vergleich zu anderen Medien und dass man sie halt auch bearbeiten kann, ohne Rücksicht und Sachen austauschen kann und eigene Dinge einbringen und das Ganze sehr vielfältig ist und man sozusagen Gott spielen kann. Und so wächst hier eine neue Generation von Göttern heran, um unermüdlich neue und kreative Welten zu erschaffen. Charaktere
kooperativ durch Kämpfen und Lösen von Rätseln